Erzähl uns, wie du dich in Mama verliebt hast. Immer wenn ich ins Büro gekommen bin, habe ich einen Witz erzählt. Und alle haben gelacht, nur sie nicht. Und dann hast du gesagt, entweder du bist bei der Stasi oder du hast keinen Humor. Und sie hat gesagt, beides. Papa hat in den Westen gewollt. Ist das nicht schön? Mama wäre lieber im Osten geblieben. Das war das eine Problem. Im Goldenen Westen wurden im Badezimmer 2,5-mal so viele Keime gezählt. Entschuldigung, du willst mir doch nicht erzählen, dass es in der DDR weniger Viren und Bakterien gibt. Dieter, hier fahren die Leute ständig ins Ausland und schleppen alles Mögliche ein. In der DDR hat es nur DDR-Viren gegeben. Das andere Problem war die verdammte Kette. Mach die Kette vor. Die Kette. Kette vor. Die Kette, die Kette. Ja, glaubst du, vielleicht die Russen kommen, wenn die Kette nicht vor ist? Damit macht man keine Scherze. Zieht euch an! Müssen wir wieder fliehen? Die Russen kommen. Du hast das Steuerrad umgedreht. Ich hab nur gedacht, dass ich nicht tot sein will, weil ich mich doch so auf die 4. Klasse gefreut habe. Dann wurde es ganz schlimm. Macht niemandem die Tür auf, egal wer es ist. Tag, Spatz. Lässt du mich rein? Mama hat gesagt, wir dürfen keinen reinlassen. Aber da hat sie sicherlich nicht mich mitgemeint. Sie hat gesagt, egal wer es ist. Ich bin doch nicht aus der DDR geflüchtet, dass ich hier hinter vorgelegten Ketten sitze. Papa wollte raus und Mama wollte alle drin behalten. Wo ist der? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Mama, warum weinst du so viel? Ich werde mich ändern. Ich werde ab jetzt rausgehen und Leute kennenlernen und Bier trinken und auch Witze erzählen. Du kannst keine Witze erzählen. Doch. Hoffentlich kommt der Krieg nicht zu uns. Nee, der ist längst vorbei. Kommt aber vielleicht bald der nächste, wenn die Russen auf den Knopf drücken. Oder die Amis. Die haben auch einen Knopf? Mhm.